Hallo und willkommen hier zu Pokémon News. Und zwar, hier ist eine jede Menge Karten noch dabei von SM5 Ultra Sun Cards. Und was ich hier sehe, ein weiteres Pflanzenrotom. Oh nein, ein Rasenmäher. Wahrscheinlich wieder dieselbe Fähigkeit. Dann haben wir hier noch das Volipurpur GX. Da haben wir schon das Feuerrotom, das Ofenrotom oder wie man es halt auch heißen mag, ein Magma und dazu noch ein Magbrand mit einer Fähigkeit. Dann haben wir hier noch, jetzt weiß ich gar nicht mehr wie das heißt, Panferno mit einer Fähigkeit und dann ein Angriff mit 50. Dann haben wir hier auch noch, wow, das sind ja alle die dabei, das ist immer cool. Ja, das schaut heftig aus. 180, wow. Und Stage 2, natürlich wie in den vorigen News, diese eine Energie, diese Prisma-Energie-Karte. Ja, schauen wir noch weiter. Da gibt es sicher noch mehr eigentlich, auch wenn ein paar jetzt noch nicht so da sind. Ein paar Full-Art-Karten gibt es da noch, Trainer-Karten. Das schaut nicht so schlecht aus. Ein Team Galactic-Karte. Da haben wir auch unser Nekrosoma Ultra Bestie sowie das Dialga GX und das Solgaleo Prisma. Da ist das andere Rotom. Also, das sind die andere Rotom in den anderen Dings. Und hier haben wir auch das Darkrai, was in den letzten News war. Nicht so schlecht. Schauen wir uns das auch noch an. Okay, keine Fähigkeit. Gehen wir einfach mal runter. Wow, was ist das? Bringt die eine dreifache Energie? Einen von diesen Typen? So, da haben wir dann noch was. Drehen wir uns ein bisschen so hinüber. Okay, Yanma, Yanmega. Yanmega mit 120 Angriff. Und braucht einfach nur solche Energie. Ja, das ist nicht so schlecht. Aber naja, braucht es schon irgendwie. Oder Z-Doppel-Energie, aber sonst. Hier haben wir das, da schauen wir uns das als Torterra auf Englisch und der erste Angriff Giga Drain 50 Schaden und es heilt genauso viel Schaden, also es heilt sich genauso viel wie es den Gegner Schaden zufügt, also auch 50, nicht so schlecht. Dann Erdbeben mit 100 Schaden und macht 20 für jedes eigene auf der Bank Pokémon. Ja, dann ist es doch nicht so gut. Ah nein, warte, ich glaube, die haben dann Fehler gemacht. 200, aber hier auf der Karte sind 180. Ja, 180, dann lasse ich meine Reden 20 Schaden dazu machen. Das ist ja heftig, 180. Okay, was haben wir hier? Oh, ein Cherry mit einer Fähigkeit. Weather Guard. Jedes deiner Pflanzen-Pokémon hat keine Schwäche. Hey, das ist cool, aber es ist Stage 1. Ich mag so ein Pokémon mit... Was ist das? Egal, ich mag so ein Pokémon als Basis-Pokémon und nicht als Stage-Dings. Venoflibis 90 minus, was? Es macht 90 weniger, 10 Schaden, viele Schadensmarke drauf. Das ist ja... Nein, das kommt mir nicht ins Sack. Hier ist das Rotom, das Pflanzenrotom. Aber wie viele gibt es jetzt schon? 5, 6 Rotoms? 6 Rotoms? Holy. 24 Stück davon im Deck und das, das geht ab hier und man hat jede Eigenschaft, man kann jede Schwäche ausnutzen des Gegners. Okay, fast jede Eigenschaft. Die Attacke ist 60 Schaden und eine Spezialenergie darf man vom gegnerischen Pokémon weglegen. Nicht so schlecht. Dann noch Magbrand. Mit der Fähigkeit, wenn das aktive Pokémon ist und es bekommt Schaden durch einen Angriff, ist das gegnerische Pokémon dann als Angreifende dann verbrannt. Auch nicht so schlecht. Hier Panflam mit Ability Hot-Blooded Fighter. Wow, das ist eine sehr gute Kombination mit dem vorigen Gott, dem Magbrand, weil das gegnerische Pokémon kriegt 6 Schadensmarken für
verbrennen zwischen den Zügen. Das ist heftig. Hey, das. Ich mag eh Feuer-Pokémon und Pflanzen-Pokémon und das erweitert wieder meinen Horizont, was ich machen kann. Ein Teufelnator. Okay, was gibt es noch? Snibbona haben wir schon. Darkrai hatten wir auch schon. Ein Alola-Tree, auch diese Haare sind so wunderschön. Magneton mit einer Fähigkeit. Magnet-Circuit. Man kann so viel machen, wie man will. Und eine Metallenergie von der Hand auf eines Pokémon legen. Das ist gut, aber selbst zwei Pokémon, ne? Da haben wir wieder die Restriktion, sag ich mal. Ein Boltorus mit der Earth Shield Fähigkeit. Und. Ups, okay, da kommt irgendwas. Wow! Einfach verhindere allen Schaden von Metall-Pokémon, die durch einen gegnerischen Pokémon mit einer Spezialenergie drauf sind, also angegriffen werden. Das ist nicht so schlecht. Okay, das hatten wir alle schon in den letzten News. Das ist eine Rotom wieder. Wieder ein paar Items, Cyrus Trainer, Prismakarte. Okay, warte mal. Okay, hier haben wir Cyrus Trainer Prismakarte. Kann man nur aktivieren, wenn das aktive Pokémon Wasser oder Metall ist. Okay. Der Gegner wählt zwei Pokémon auf der Bank und mischt seine anderen Pokémon auf der Bank und alle Karten, die was drauf sind, ins Deck. Ho! Ich meine, man kann zwei mal behalten, also. Gut, dann haben wir hier noch Supporterkarten, Trainerkarten. Lilly ist auch wieder dabei. Mars. Doppelenergie und Unit Energy GRB. Macht eins von diesen drei Attributen oder Typen. Eine Energie liefert sie, entweder Wasser, Pflanze oder Feuer. Okay. Gardenia macht halt 80 Schaden von einem Pokémon. Mit einer Pflanzenenergie drauf. Okay, das ist nicht so schlecht. Aber es ist eine Supporterkarte, also sie sind nicht mehr so gut. Für das ist sie halt 80 Schaden. Dann hier Mars. Mit ziehe zwei Karten, dann irgendeine Karte vom Gegner bekommen. Okay, das ist ja. Okay, die ist eigentlich ziemlich gut. Dann von Ultra Moon haben wir. Oh, ein Alola Sandama. Er sieht niedlich aus. Ein Empoleon. Okay. Was haben wir hier noch? Dann, achso, das Glaceola, aber das hatten wir schon in den News. Die zwei Rotoms, dann auch gleich daneben. Ein Manaphy ist auch noch hier. Ein Elevoltec. Okay, nein, das brauchen wir nicht wirklich. Ein Luxio oder Luxtron oder wie heißt das nochmal? Aber mit einer Fähigkeit, die schauen wir uns gleich an. Hier ist das andere Rotom. Das gibt mir den stärksten Angriff. Ja, was haben wir hier denn noch? Das Nikosoma mit der Lunala-Form, das Lunala-Prisma, das Palkia, das Extreme. Oh, da haben wir noch einen Knackrack mit 100 plus. 100 plus 100 steht da. Mal schauen, ein Lucario mit einer Fähigkeit. Oh, das schaut wirklich wie in einem Kampfstadion hier aus, oder? Ja. Was haben wir hier noch? Oh, dieser kleine Affe da. Irgendeine Fähigkeit. Das werden wir uns dann genauer anschauen. Ich bin eher mehr auf die Fähigkeit aus, weil das ist ja essentiell. Oh, ein Sonderbewohner wird auch hier wieder drin sein.
Und drei hier sind hier. Wie heißt der nochmal? Mir fällt es gerade nicht ein. Auf jeden Fall der mit Elektro-Pokémon. Und dieser Detektiv. Schauen wir uns das an. Gut, hier ist ein Dama. Das schauen wir uns das an. Das Empoleon. Mit 20 mal 20. Viele Pokémon. Auf jeder Bank. Wow, okay. Man kann auf die 10 kommen schon eigentlich. Da, wenn jeder auf 5 auf der Bank hat. 200 Schaden. Oder 90 Schaden und eine Energie vom gegnerischen aktiven Pokémon weggeben. Auch nicht so schlecht. Was haben wir hier? Roter Manaphy. Man kann von Abra gestapelt 5 Wasserenergie raussuchen, den Gegner zeigen und ins Deck mischen. Okay. Da das Elevolt-Deck 60 Schaden. Wenn es ein Magnet-Pokémon ist, ist es paralysiert oder Volt Knuckle mit 130 Schaden. Naja. Geht, sag ich mal. Da das schon mal Luxtra oder so. Mit einer Fähigkeit. Intimidating Fang. Wenn das, solange das Pokémon das aktive ist, machen die gegnerischen Attacken 30 weniger Schaden. Okay, und da. Gib alle L, also Elektroenergie von diesem Pokémon weg. Und diese Karte macht 150 Schaden zu einem Pokémon, zu einem gegnerischen Pokémon. Okay, das ist vielleicht doch wieder gut. Ich habe mir gedacht, nur das aktive, aber wenn es irgendwas nimmt, dann ist es wieder gut. Ja, dann gucken wir hier mal weiter, was es hier noch so alles gibt. Was ist das hier? Oh, ein Toxicroak. Okay. Das hatten wir alle schon in den letzten News da. Da, das Lucario schauen wir uns an. Mit der Ability Aura Sight. Einmal pro Spielzug, bevor man dann angreift. Wenn man Garchomp. Wo ist Garchomp? Gibt es ein Garchomp? Lucario, hä, was ist ein Garchomp? Im Spiel hat, darf man von Deck eine Karte auswählen und in die Hand nehmen und dann das Deck mischen. Was ist ein Garchomp? Das muss ich immer nachschauen. Oder schreibt es in den Kommentaren, dann ist es auch wieder gut. Der Angriff macht 70 Schaden und ist nicht, wird nicht durch Resistenz irgendwie geschwächt. Gut, ein Passimian, also die Affe. Mit der Fähigkeit Power Scrum. Solange diese Karte auf der Bank ist, jedes andere, also jede Attacke von Passimian macht 30 mehr Schaden zum gegnerischen entwickelten aktiven Pokémon. Okay, aber der macht nur 40. Macht nur 40. Und wenn man dann. Okay, es ist immerhin ein Basis-Pokémon. Wenn man davon 3 auf der Bank hat und eines angreift, plus 90 dazu macht 130 Schaden. Ist trotzdem noch immer nicht so extrem heftig, wenn man zuerst mal alle mal braucht. Okay, dann hier das Knackrack macht mit seiner zweiten Ding, die schaut sehr gut aus. Champions Blade, 100 plus Schaden. Wenn man Cynthia von der Hand gespielt hat, macht diese Attacke 100 mehr Schaden. Ja, das ist ja wirklich mal cool. Das ist cool. So wie dieses Palkia GX in der letzten News, ja. Das ist auch cool. Was ist das? Ein Tramper? Oh, dieser Drache da. Shenlong oder so. Nicht Shenlong. Shenlong, oder? Sandebobon. Da ist Cynthia. Mische deine Hand ins Deck und dann zieh 6 Karten. Ja.
Und Knacker macht einfach 100 mehr Schaden. Gut, dann haben wir auch wieder diese Super Boost Energy in der letzten News. Oder eines der letzten News. Dann hier Metall, Blitz und Psycho Energie. Und dann hier die ganzen Volk nur. Ich hab's auch gewusst, ja, irgendwie sind die Volk oder Volk. Okay. Man kann eine Itemkarte und eine Elektroenergie holen. In die Hand, das ist nicht so schlecht. Das ist cool. Zieh drei Karten von unten vom Deck. Haha. Das ist wirklich cool. Okay. Das war's hiermit von diesen News. Und das war jetzt wirklich extrem heftig. Die ganze Kartenliste hier von Ultramond und Ultrasonne. Aber es ist ein cooles Set. Es ist ein cooles Set. Kann man nichts sagen. Die Rotoms sind wirklich sehr cool. Na gut, aber dann bis zum nächsten Mal bei Pokémon News.